Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Ach ja, ich liebe sowas. Ich liebe es. Ach, schön. Ja, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Sieh mal, Olgiert. Ein Eichenblatt aus blankem Messing. Ist mir einfach vor die Füße gefallen. Das muss das vom Burgwächter sein. Wo hast du... Eichenblätter tauschen, jawohl. Lass uns doch tauschen. Eichenblatt gegen Eichenblatt. Damit du gewinnst? Auf keinen Fall. Batsch. Ein König? Wirklich? Ja, er herrscht über das Reich der Kastanien und er ist mein Freund. Es ist mir eine Ehre, eure kleine Majestät. Geron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide eintreten. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Oh. Oh. Göttin, was ist hier geschehen? Was wollen Sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Es ist alles zu spät. Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Nuri, komm jetzt. Was ist denn hier passiert? Keine Zeit. Wir müssen die Stadt verlassen. Ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ Geron seine Heimat. Er wusste nicht, wo genau der Rote See lag. Und ob er den Feenforscher dort wirklich finden würde. Oder wie dieser ihm helfen könnte. Er folgte dem Weg einfach nach Norden. Wie hätte er ahnen sollen, wohin ihn diese Reise noch führen würde? Sorgen hinter sich gelassen. Endlich war sie frei. Und sobald sie den Feenforscher gefunden hätten, würde sie sogar wieder zaubern können. Dann würde sie in jeden Baum einen Regenbogenvogel setzen.
und Geron ein fröhliches Gesicht malen. Derweil verfolgte Geron die Stimme aus seinem Traum. Und ihre entsetzliche Prophezeiung erfüllte ihn mit Zweifel. Mir einfach, was ich heil machen soll. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Wenn also ein Krug in 7 Scherben zerbrochen ist, dann musst du alle 7 Scherben haben. Und dann musst du sagen, ich wünsche. Das ich wünsche ist sehr wichtig. Sie verschwendet Zeit. Sie sind hier. Und wir finden sie. Nein. Nein! War es nicht das Schicksal, das ihn trieb? Der Seher hatte sie aufgespürt. Für den Augenblick waren sie ihm entkommen. Doch seine Kreaturen würden nicht ablassen, sie zu jagen. Wer sollte ihnen jetzt helfen? Wenn die Harfe des Sehers erklingt, wird Andergast untergehen, hatte Gwendlyn gesagt. Und die Fee ist der Schlüssel. Geron musste mehr über all das herausfinden. Der Feenforscher blieb seine einzige Hoffnung. Nuri am Leben zu lassen war richtig gewesen. Davon war er fest überzeugt. Selbst seine dunkelsten Träume offenbarten ihm nicht, welches Leid diese Entscheidung bald über seine Heimat bringen sollte. Aber hätte er wirklich anders entschieden, wenn er es gewusst hätte? Wie kommen wir zu dieser Höhle? Erst nach Norden, durch den Schleiereulenwald. Oder besser an der Blutdornsenke vorbei. Ach was, ich zeig's dir auf der Karte. Komm, Nuri, wir gehen weiter. Komm weiter, Rabe. Teirach, Rag-Alkorn, Te-Uschka-Taika, Hortaka, Alkusharas Brakarei. Halku Alka, Brasorak, Taitagarach, Solochai! Solochai, Alkata, Alkata! Der Rote See! Aber nirgendwo ein Forscher. Dort vielleicht. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Huch! Rettet euch! Fanglari. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor, ohne Erinnerung und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Fanglari. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen, den stinkenden Schwefelseen der Brinasca Marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte.
Das machte sie wieder traurig. Woher habt ihr all diese sonderbaren Schätze? Kunkom, Talusa, Mengbilla, Al-Anfa. Ich war ein Weltreisender, bevor mein Leiden mich an diesen unwürdigen Schwefelsumpf gekettet hat. Wart ihr ein Pirat? Ich war ein guter Mensch, aber jetzt ist nur noch die Angst vor dem Tod übrig. Geron? Ich möchte dir etwas geben. Deine Kette? Aber... Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie... Wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Nori muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, ich... Dann sieh. Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Und das Ende, das ich bringen soll, gilt dir. Deine Zeit ist abgelaufen. Zeit? Was verstehst du von der Zeit? Die Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen. Einst zerschmetterten die Urgötter den Spiegel des Kosmos, der die Zukunft zeigte. Heute Nacht setze ich die Scherben neu zusammen. Der Wächter der Zeit wird deinen Frevel bestrafen. Der Wächter der Zeit? Der 13-Gehörnte, der angekettete Gigant. Verstehst du immer noch nicht? Vogelfänger? Der 13-Gehörnte hat keine Macht über mich. Es gibt keinen Wächter der Zeit. Es gibt keinen Satinav. Zurück. Dort ahnte niemand etwas von seiner großen Tat. Doch das kümmerte ihn nicht. Mit den Krähen hatten sich auch die dunklen Träume verflüchtigt. Und das Land fiel bald wieder in einen friedlichen Schlaf.